Die Fans von Sturm der Liebe können mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die Zukunft blicken. Denn Bilder der ARD-Vorschau zeigen ein überraschendes Comeback, aber auch einen Ausstieg. Total überraschend erhält Selina die Nachricht, dass sich Cornelius verlobt haben soll. Die beiden hatten sich zuletzt bei der Hochzeit von Maja und Florian gesehen, wo sie sich sogar geküsst haben. Doch Cornelius ist mit seiner Lektorin zusammen und will ihr nun wohl sogar das Ja-Wort geben. Doch nach seiner Verlobung kommt Cornelius noch einmal an den Fürstenhof zurück und trifft dort auf seine Ex. Und dann kommt doch alles anders als gedacht, denn Selina und Cornelius nähern sich wieder an und verlassen schließlich sogar gemeinsam den Fürstenhof. Es scheint, als bekommen die beiden endlich ihr lang ersehntes Happy End. Allerdings werden die Fans Selina sicherlich vermissen. Sie gehörte seit September 2020 zu den Hauptfiguren der Serie. Von ihr müssen sich die Zuschauer voraussichtlich Ende Dezember verabschieden.